Und einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Abend. Willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns an, was kann das Schwergewicht? Ja, ich muss da nochmal nachschauen. Und ja, wir schauen uns an, was die Waffe kann, wie man sie am besten perkt, worauf man achten sollte und welche Besonderheiten hat diese Waffe. Wie auch alle anderen Artikelwaffen. Werde ich das kurz erklären. Die Artikelwaffen haben eine sehr, sehr starke Besonderheit. Die zeichnen sich nämlich durch ihren Kernvorteil aus. Es gibt natürlich einige andere Waffen in Rettet die Welt, die diesen Kernvorteil auch besitzen. Sache ist bloß hier ist es noch besonderer, da diese Waffen auf Doppelelement sozusagen sind, legal. Und zwar einmal das Feuerelement, was man hier ganz gut sehen kann, und dann den Kernvorteil, den man hier sehen kann. Und zwar, ja, wenn du einen Gegner anhittest, machst du Bonusschaden gegen Feuergegner sozusagen. Das heißt, du machst Feuerschaden und gleichzeitig machst du Schaden gegen Feuerhöhlen. Das heißt, du kannst gut gegen Naturhöhlen kämpfen, gleichzeitig kannst du aber auch ganz gut gegen Feuerhöhlen kämpfen, was die Waffe da sehr angenehm macht zu spielen. Man kann sich also für zwei Elemente sozusagen entscheiden. Normalerweise hat man ja das, dass du nur Energie ne mitnehmen kannst oder bei anderen Waffen halt Feuer, Wasser, Natur mitnehmen kann. Und hier hast du halt die Möglichkeit, zwei Elemente sozusagen mitzunehmen. Natürlich kann die Waffe auch nur hier auf Elemente geperkt werden. Das heißt, entweder nur auf Natur, Wasser oder entsprechend Feuer. Und ja, das ist halt die Besonderheit dieser Waffe. Und an den Perks an sich habe ich jetzt einfach mal hier Crit Schaden dabei, Crit Wertung und doppelt Schaden dabei. Und ich bin mit der Waffe relativ gut zurechtgekommen. Wir haben hier einen Einschlag von etwa 3300. Wir werden die Waffe übrigens noch vergleichen mit einer anderen Waffe. Wo ich mich auch sehe tatsächlich und wo das halt ein bisschen schwierig wird. Hätte ich, wie gesagt, die Schwergewicht davor gehabt, wäre das kein Problem gewesen, muss ich euch ehrlich sagen. Wäre wirklich kein Problem gewesen. Ich habe jetzt noch eine zweite Vergleichswaffe mit reingenommen. Wir haben hier noch den Pulverisierer am Start. Und ja, ich würde sagen, die Drachenfaust passt eigentlich relativ gut zusammen. Obwohl, wie gesagt, vom schweren Angriff würde der Kollege hier mehr dazu passen, weil hier das ist das einfach nur. Aber ich wollte jetzt mal beide Waffen mal kurz mit reinpacken und wir schauen uns mal kurz die Werte an. 30.000 Schaden macht das Schwergewicht und die Drachenfaust macht 36.000 Schaden und 42.000 macht die Metall der Pulverisierer. Ja, ist natürlich ein bisschen unfair, ist nach der Pulverisierer ist natürlich Lecce und hat physisches Perk dabei, aber ich will sie trotzdem mit reinpacken, weil ich finde tatsächlich. Bisschen vom Design her, bisschen hier sieht das schon ein bisschen gleich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist ja auch hinten dieses Karo dran und hier genauso. Aber sieht eher wie eine Rakete aus. Also ja, müsste ich vielleicht ein Winatec, irgendeine Winatec-Waffe da ausprobieren. Nun gut, ich würde sagen, wir schauen uns die Waffen beim Einzelnen an. Wie gesagt, Angriff ist jetzt relativ langsam. Alles gut. Gut. Ihr könnt hier sehen, aber die Gegner werden hier recht gut betäubt. Recht lange sogar. Ja, ihr habt jetzt hier natürlich relativ wenig Sensepause habt ihr jetzt. Sendepause, ich kann schon nicht sprechen. Ja, aber was ihr hier sehen könnt, ja, hat hier einfach keine Chance. Wir können ihn einfach hier. Das ist Cheating. Junge, der cheatet! Epic Games, ich möchte ihn bitte reporten. Ich möchte. Er kann mich einfach durch die Wand hitten. Der hackt. Der hackt einfach so. Epic Games unterstützt Hacker. Unglaublich. Ja, aber ihr könnt das hier ganz gut sehen. Wir können die Höhlen hier ganz gut wegwerfen. Was halt das Problem ist, was ich hier sehe, ist, dass die Waffe die Höhlen nicht killen kann. Beziehungsweise nicht mit den ersten und mit den zweiten Hit. Wie gesagt, da will ich jetzt die anderen Waffen auch kurz mit als Beispiel nehmen. Ja, das ist jetzt der Leitstand. Also. Ich glaube, den Leitschaden generell, das ist schon ein bisschen OP. Hallo, lauf nicht weg. Ah, nicht getroffen. Schade. Aber ja. Hier nehmen wir die Drachenfaust in die Hand. Flupp. Wir können die Gegner auch schön zurückhauen, was auch sehr angenehm ist. Na schön. Na gut, bei der Drachenfaust. Das würde jetzt hier eher passen. Ups, da müssen wir uns mal kurz rausziehen. Also ich finde tatsächlich, die Drachenfaust passt perfekt zur Schwergewicht dazu. Das heißt, entweder Drachenfaust oder Schwergewicht. Die Sache ist aber bei der Schwergewicht halt, du kannst sie halt wirklich noch mehr stärker perken. Gegen bestimmte Elemente. Das Problem, was ich jetzt leider sagen muss, das ist auch bei allen Artikelwaffen so. Du kannst sie nicht auf Energie machen, du kannst sie halt immer auf
in gewisser Weise auf Doppelelement perken. Die Sache ist aber, wird schwierig. Da werden die Leute wahrscheinlich lieber auf Energie spielen, werden ein bisschen weniger Schaden machen. Da sehe ich eher gerade die Schwergewicht, das Problem bei den Artikor-Waffen. Dennoch finde ich die Idee von Epic Games gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, die Artikor-Waffe hier, die Schwergewicht, ist tatsächlich eine Waffe, die ich wahrscheinlich jetzt vielleicht mal ab und zu mal spielen werde, aber ich werde wahrscheinlich immer mal wieder auf den Pulverisierer zurückgreifen oder auch auf die Drachenfaust. Aber ich glaube, mein Favorit ist eher der Pulverisierer. Weiß gar nicht warum. Nun gut, Leute. Ich würde sagen, das wär's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten und kommenden Videos wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.